Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge haben wir das Teil hier geupgradet wie irre. Haben wir es jetzt auf Goldstatus gebracht und haben unsere zwei Fluidskristalle hier rausbekommen. Jetzt haben wir insgesamt 4 Stück und schauen uns doch mal an, was wir denn da draus, oder wie wir jetzt am besten unsere Käbelchen da draus machen. Denn hier steht, wir brauchen 2 Stück und eine Quarzfaser. Und... Sirtis Quartz Staub. Pulverisiere und Sirtis Quartz Kristalle geben uns Staub aus. Und wie viel brauche ich für so ein blödes Kabel? 3. Oder ich vielleicht noch die Basis. Jetzt schauen wir erstmal. Eine Quarzfaser habe ich noch. Und ein ME-Kabel. Ey, ich hab's drauf. Okay, das kann teuer werden. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wenn wir noch mal kurz hier hinschauen. Anfangen wird es ja hier. Und das sollte mindestens mal bis hier hintergehen. Damit wir hier eine Reihe Server hinsetzen können und da oben eine Reihe Server hinsetzen können. Und dann geht es nach hier oben. Beziehungsweise hier hinten müssen wir eigentlich nach oben dann gehen. Ja, das könnte dauern. Ich glaube, wir müssen dafür erst nochmal in den Nether. In den Nether, Nether. Und ein bisschen Quarz suchen. Wie geht's eigentlich meine Schuhe? Meine Schuhe sind, glaube ich, leer, ne? Warte mal, habe ich meine Schuhe noch oben im Ladeteil drin? Ich glaube, die habe ich irgendwann mal ausgezogen. Ja, die sind voll geladen. Ja, supi. Ja, supi dupi, das ist so, wie wir das haben wollen. So. Dann gehen wir einmal mal in den suspicischen Nether. In dieser riesigen Fronthülle hier. Groß wird die schon. Also man kann die auch noch dementsprechend hier ausbauen, ne? Bedeutet, wir könnten rein theoretisch hier rüber noch ausbauen und hin und her. Oder da halt die Felder auch hinsetzen. Müssten wir halt schauen, wie wir es Bock drauf haben. Plopp. So, nicht, dass uns das Nether... Oh, scheiße, ich hab wieder vergessen. Ich hatte die Sachen. Nichts gut. Da drüben wäre ein bisschen Quarz. Müssen die irgendwie runterfinden, das ist das Problem. Das da drüben ist interessant, da muss ich hin. Lasst mich dahin, Jungs. Yes. Oh, schön. Never Quartz. Oh. Ja, damit. Oh. Das ist noch die schwerste Ressource, an die wir gleich rankommen aktuell. Haben wir mehr Diamanten bis jetzt schon gehabt als Never Quartz. Oh, scheiße, ich darf nicht vergessen, ich habe jetzt wieder meine Super Jump Boots. Das könnte teilweise zum Verhängnis werden. Never Tin. Nee. Ich mag jetzt auch nicht unbedingt graben nach dem ganzen Zeug. Das müsste schon irgendwie eine Oberfläche sein. Ob man hier unten auch einen Bohrer hinsetzen kann, rein theoretisch. Also jetzt nicht so ein Bohrer, wie wir jetzt aktuell schon hier stehen haben. Weil rein logisch haben wir ja schon einen Bohrer hier. Und straight nach da unten bauen. Da wäre noch ein bisschen was. Aber ich meine in dem Fall so einen, eine Art Bohrer für... Stimmt, ich kriege ja keinen Fall Damage. Ha. Total vergessen. So einen Bohrer wie bei. Wie wir den wir draußen stehen haben. Den Quarry. So.
Wo ist das Taxi? Psst. Everett. Machen wir mal ein. Psst. Oh, jetzt. Ich sehe dich nicht. Auch nicht viel, aber ein bisschen was. Für unser Vorhaben wird es hoffentlich reichen. Wie haben wir jetzt davon? 14, 20. Das geht eigentlich. 4 Redstone haben wir rausbekommen. Mehr als erwartet eigentlich. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht mit Redstone gerechnet. Jetzt ist doch eh das ganze Zeug hier. So, boing, geht drauf. Boing, boing. Hüpfen können wir. Das bestätige ich. Das bestätige ich, das in Redstone. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht die falsche Taste aus Versehen wähle. An der Sache bin ich echt gut, falsche Tasten aus Versehen zu drücken. Und dann muss ich das immer regretten. Weil ich gerade da so eine Ewigkeit zum Beispiel hingebaut habe. Und dann fliegt mir irgendwas auszusehen runter. Das wäre so typisch ich. Also einmal absichern. Jetzt mal sozusagen auf die eine Seite hin sicher. Redstone. Ich denke, das reicht auch fürs Erste. Da muss ich jetzt mal wirklich mal auf eine reine Suche begeben, nur nach Redstone, nach Quartz. Oder eine andere Möglichkeit finden, die ich Quartz herstellen kann. Gibt's ja bestimmt auch, oder? Oh, ist es schon wieder Nacht. Ah. Spinnies on my way. Einmal schlafen. Warum sind die schon wieder alle grün? So. Oh, wir haben wieder so viel Zeug auf einmal. Quartz. Und das ist wieder Kupfer. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das können wir hier hinräumen. Das brauchen wir später zum Verkabeln. Ich kann auch hier rein. Inverbahn. Ich habe später sowieso keinen Plan mehr, wo was war. Das muss sich dann alles ergeben, sobald wir genügend Speicherkapazität haben. Und jetzt müssen wir nur noch die Quartz-Ziegel haben. Wo sind denn die geladen? Und wie war das jetzt? Warte mal. Fluix-Kristall. Fluix-Kristall eingeladenes plus ein Redstone-Staub. Nether-Quartz normal? Jetzt habe ich schon vergessen. Nether-Quartz normal. Wir bräuchten hier 12 zum Beispiel. So, und dann haben wir 12 von dem Zeug. Ha. Nice. Wir sind voll flott auch mit den Schuhen. So. 1, 2, 3. Hex, Hex. Sollte fürs Erste gleich reichen. Dann haben wir ein bisschen Vorrat. So. Jetzt müssen wir uns... Ah, genau, da war was, warum ich... Das war doch eigentlich der eigentliche Grund, warum ich runtergefahren bin, oder? Weil diese Drecksteile so teuer sind. Ah ne, da kann ich auch Surtis Quartz Staub nehmen. Surtis Quartz finden wir schneller, aber wir verarbeiten einfach unser ganzes Surtis Quartz. Weil wie viel kriege ich denn aus einem so einem Teil raus? Rechnen wir kurz mal. Da kriege ich 3 raus. Aus einem kriege ich wiederum 4 raus, bedeutet das sind 12 Kabel, wenn ich 6, 9 mache, sollte es für den Anfang mal reichen. 9 davon bedeutet, ich brauche noch Glas. Und zwar die doppelte Menge. Ach, guck mal, jetzt eh noch Sand. So. Matte abgeschlossen. Jetzt geht's hoch in unseren Burner. Jetzt muss ich einmal alles hier durchschießen. Das ist der falsche Burner gewesen. Da ist er. So, und währenddessen muss du den Staub hier durchbrennen. Und dann haben wir alles, um diese neuen Fasern zu machen. Und dann können wir eh schon bald, also
Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das doch relativ flott geht. Alter, der hat jetzt 5 auf Energie auf das Teil, hat echt wahrscheinlich durch die Upgrades zieht es ordentlich, oder? Energiespeicher, Energiemaximum 20 RF pro Tick. Ja, das geht dann hier schnell raus. Stell dir vor, wir würden alles aktivieren gleichzeitig. Aua. Jetzt verlieren wir noch. Ja, jetzt verlieren wir. Okay, also alleine die Menge, die wir hier produzieren schon. Bin eh gespannt, wie der Endertank durchhält, wenn wir drüben das alles anschließen. Das könnte interessant werden. Kann man eigentlich, warte mal, kann noch, die Uni kann man nicht. Speed Upgrades. Ah, der kann aber Speed Upgrades halten, okay. Das ist die Singularität. Himmelsstaub, was? Schreiber Namensdruck. Emulationsfeld. What? Ich glaube, wir können dann eh noch viel daraus mit Fluid Terminal. Stimmt, man kann doch auch. Man kann auch Flüssigkeiten in dem Zeug speichern. Oder wir können irgendwann einfach Wasser und alles abpumpen haben und dann tonnenweise an dem Zeug im System drin. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So, ihr seid durch. Komm, mach hin. 15. Jetzt fehlen noch 2. Komm schon. Alter, das geht auch so flott. Mit dem normalen Ofen würde ich mich so abkacken jetzt. Da würde ich wahrscheinlich aber auch 300 haben am Ende. Füllstandssedimeter. Schaltbarer ME-Bus. Invertierter schaltbarer ME-Bus. What the fuck gibt's denn alles? So. Und so. Jetzt habe ich davon 9 Stück. Und jetzt halt verwenden wir erstmal diese 2, die so teuer waren. Ne, obwohl die kann man bestimmt für was anderes auch verwenden. So. Und jetzt haben wir ein paar Kabel. Die sollten fürs erste hoffentlich genügen, oder? Zack. Zack. Wenn wir jetzt hier das so. Klack, 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 klack. So. Nice. Also geht's einmal schon mal hier rum. Jetzt muss es nur noch im ersten Stock auch gescheit ankommen. Dass wir dann hier eine Fassade auch drum. Ja, jetzt ist es halt unten gelandet. Pech, würde ich sagen. Dann kommt hier das Terminal hin. Da geht dann vielleicht die Leitung auch hoch. Dass vielleicht da oben was machen kann. Gibt es nicht diese Fassaden oder sowas? Fassade, Verkleidung. Wie heißt denn? Fassadestein. Thermodynamics. Schauen wir mal. Oh! Das war falsch. Ich hoffe, da ist jetzt kein Fehler. Add. Wie gesagt, ich verdrücke mich gerne. Thermodynamics. Wird wahrscheinlich Thermals irgendwo hier haben, so Windeplatten. Holz. Thermoholz. Eigentlich allgemein doch schon, müssten doch irgendwo wahrscheinlich so eine Holzverkleidung sein, oder? Ist das großer Holzknopf? Zerhacktes Holz. Oh, Einrichtung. Holzbohrer. Aber ich brauche eine Verkleidung, Jungs. Irgendwas zum Verkleiden von dem Zeug. Verkleidung. Ich bin mir sicher, es gibt eine Verkleidung. Was ist das denn? Doppelknopf Tokensignal von Railcraft. What the fuck? Railcraft, oh Gottes Willen, das wird alles interessant. Verkabelung, dann halt Abdeckung. Was hat denn vorhin gegeben? Stein. Ich weiß nicht mehr, was ich vorhin gefunden habe oder wie es hieß. Aha. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, ist das die Sache, die ich jetzt in der Zwischenzeit machen werde. Ich werde hier diesen Raum ein bisschen fertig gestalten, weil wir haben ja... Warte mal, das können wir nochmal schnell zusammen machen. Wie schnell ich das hier gemacht habe. Ich habe mir Diamantenteil geholt und dann habe ich hier die... Welche schöne Wahnsinn nach der...
Das waren die hier, Chiselstone. Das müsste der hier gewesen sein. Der schaut auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Genau. Der tut sich so zu einer schönen Fläche zusammenfügen. Das schaut sehr schick aus, finde ich. Ne? Und damit mache ich das ganze Dach hier noch voll. Dafür brauche ich halt voll viel Stein noch. Das ganze Glas mache ich hier vor. Tut beleuchten, Türen einbauen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir in der nächsten Folge in unsere neue Wohnung um. Also, bis dann. Ciao.